Und Sie, Herr Krause? Hä? Keine Wünsche? Oh, na ja, Norbert. Ich hatte schon immer mal gedacht an ein eigenes Dackelzuchtcenter. Nur die Kosten, ne? Ich will euch mal was sagen. Alles, was ihr wollt, sollt ihr kriegen. Ja, wie soll das denn vonstatten gehen? Oh, ich bin mal ganz klein angefangen. Na? Ich hatte gerade mal lumpige 50.000 Mark. Na? Aber die habe ich 100% richtig investiert. Da habe ich sage und schreibe die achtfache Rendite drauf gemacht. Achtfach? 50.000 mal 8? Wie viel ist das? 50 mal 8, Norbert. Ja, das ist 5 mal 8. Das ist, meine Herren. 5 mal 8. 40? Nicht 40 Mark, nicht 400. 400.000 Mark. 400.000 Mark? Ja, Wahnsinn. Also, ich investiere lumpige 50.000 Mark und ich kriege 400.000 Mark zurück. Genauso müsst ihr das auch machen. Ja, das wäre aber quasi so gesehen der Knackpunkt, Norbert. Denn auf der Bank, da haben wir quasi in diesem Sinne so gesehen nix. Von wegen nix. Mensch, ihr seid reich. Ja, guckt euch doch mal um. Das ist doch euer Haus. Das gehört doch praktisch quasi euch. Ja? Aber das ist totes Kapital. Ja, also was kann man gewinnoptimieren? Ja? Flotten Kredit aufnehmen und sofort wieder reinvestieren. Ja, Moment, Norbert. Hieße das dann, wir müssten schulden? Ach, Schulden. Von wegen Schulden. Ihr zahlst doch mit Heller und Pfennig zurück. Ja? Mit euren eigenen Renditen. Aber so viel Geld. Geht das denn mit rechten Dingen zu? Ja, sicher, weil wir investieren in Brasilien. Brasilien, das ist Sommer, Sonne. Ja, das ist Strand. Copacabana ist das. Ey, Copacabana. Ey, voll geil, ey, voll die nackten Alpen. Kaffeeplantagen. Ja, da wächst die Mark schneller als die Bohnen. Ja, sicher, sicher. Der Kaffee wird immer getrunken, ne? Also darum ist der so teuer. Ja, naja. Norbert, die Frage ist nur, wie man jetzt an so ein Geschäft herankäme. Eigentlich gar nicht. Aber ihr habt einen Vorteil. Ihr kennt mich. Ja. Cash and go. Die Goldgrube im Investmentbereich. Und der absolute Knüller. Bei Vertragsabschluss gibt es 1000 D-Mark in bar auf die Hand. Lächeln! Edu! Hey, da bin ich ja schon. Super! Da kann man sich jetzt schon total drauf sehen. So. Norbert, du. Bevor jetzt jemand anders zugreifen täte, wie lange hätte man denn noch Zeit? Ach, die ganze Woche noch. Ja, Kinder, ihr müsst mich jetzt entschuldigen. Ich sitze auf heißen Kohlen. Ja. Ich habe heute Abend eine riesige Party. Ja. Jede Menge Prominenz. Ja. Echt? Eine Party? Echt? Ciao, ihr Lieben. Ach, und nicht vergessen, ja, bei Vertragsabschluss 1000 DM, bar auf die Hand. Party? Geil. Tolles Auto, der gute Norbert, dass der an uns gedacht hat.